Aua, alles umgeworfen, ey. Okay, ja, du machst die Ansprache, ja? Und dann beginnen wir wieder mit einer kurzen Zusammenfassung und dann wieder jedes Thema einzeln, ja? Ja, so wird es gemacht. Und du darfst das mal durch die Dinge führen. Jo, okay. Stille? Ja, du machst den Anfang, hab ich gedacht. Ach, ich mach den Anfang, alles klar. Ja. Das ist ein schönes Intro. Du Arsch, wenn das wieder ins Intro kommt, mache ich keine dritte Folge. Heute im Domino Talk alle Informationen zu Dragon Ball Super Folge 97. Ganz im Sinne Überlebe mit Shady und Storky. Viel Spaß! Zusammen, hier ist wieder Storky und Shady. Servus. Und heute kurz zur zweiten Folge zum Domino Talk. Wir haben gerade eben vor kurzem die aktuelle Folge Dragon Ball Super Episode 97 gesehen mit dem Titel Überlebe und haben uns ein paar Stichpunkte notiert und möchten euch ein bisschen berichten, was da genau passiert ist und was wir so erwarten, was als nächstes passiert. Shady, was sagst du dazu? Jo, Folge 97 war, ja, ich sag mal, die Folge, wo wahrscheinlich die Hälfte der Menschheit drauf gewartet hat, seit gefühlten 5 Wochen, nee, sogar länger. Ja, das Turnier der Kraft hat endlich begonnen. Es gab noch ein klein bisschen Vorgeschichte, aber da kommen wir nochmal gleich genau zu. Und wenn das also am Anfang wurden halt ein paar hier die Regeln nochmal erklärt, das Turnier hat gestartet und man hat gesehen, wie es rund geht. Also, ich meine, die Action war sehr hoch in dem Video, also viel, viel mehr als in den letzten 20 Folgen zusammen. Ja, also ich war auf jeden Fall ein bisschen überrascht. Also ich habe mir zwar gut vorgestellt, aber ich sag mal so, mein Hype ist immer noch sehr hoch. Also ich feiere die Folge und ich bin echt gespannt, was nächste Woche passiert. Ja, jedenfalls sehe ich fast genauso. Also es ging ja wirklich, als es hieß Hashime, ging es direkt los. Überall gewittert und scheppert und knallt. Und du siehst einfach nur, und die alle rennen rum, springen und hopfen und schießen. Und Universum 7 sitzt, steht einfach nur da und sagt sich: Alter, was ist hier los? Die sind ja auch stark. Das war also der beste Einstieg für dieses Turnier. Mega, mega, mega. Also, ich bin mehr wie gehypt, was nächste Woche jetzt abgeht. Ich hoffe, es ist noch zu toppen. Also, ich denke schon, aber es war schon stark steil vorgelegt. Also, ich weiß nicht, was da noch mehr kommen soll, viel. Also, ich kann nur sagen, dass Toriyama auf einem Post auf Twitter gesagt hat, zu den nächsten Folgen, dass wir unsere Erwartung um einiges höher schrauben sollen. Es wird was kommen, oder generell das Turnier der Kraft wird etwas, was noch nie im Leben so da gewesen ist. Also, wenn schon Toriyama selber sagt, wir sollen unsere Erwartung hochschrauben, dann schraube ich sie auch hoch. Da bin ich echt mal gespannt, was da noch kommt, wenn die das so anpriesen und anpreisen. Ja, gut, was dann auch passiert. Wie weit will ich denn da noch schrauben? Ey? Ich hänge schon an der Decke. Ey. Ja, immer weiter über den Horizont. Das Limit breaken, weißt du? Ja, genau, dass man auch rumfliegen könnte vielleicht. Genau. Ja, mal kurz so, was man so groß gesehen hat. Also was mir besonders rausgestochen ist, ist, dass die Götter sehr stark am Turnier teilnehmen. Also sie kämpfen zwar nicht, aber sie sind sehr stark involviert. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet, gell? Ja, ich würde sagen, die wirken so ein klein bisschen wie der Fußballtrainer auf der Bank, der alles reinschreit und mitmachen will, aber eigentlich nicht mitmachen kann und irgendwelche Kommentare bringt. Ja. Teilweise auch nicht sinnvoll. Ja, auf jeden Fall finde ich toll, dass sie die auch noch mit reinbringen, also sie auch wirklich mitfiebern und nicht nur so, ja, oh, ist mir egal, ne? Ich meine, die Engel sind tiefenentspannt, denen passiert ja nichts, die kriegen ja einen neuen Job, wenn das Ganze im Bach runtergeht. Genau. Aber die Götter, die haben richtig, sag mal, da ist die Kacke am Dampfen bei denen. Ja, du überleg dir mal, du musst das mal so vorstellen, um das ganz kurz zu vertiefen. Du weißt, du bist übertrieben stark. Du könntest theoretisch voll aufräumen.
musst aber auch so, ich sag jetzt mal, irgendwelche Hanswurste teilweise, hier musst du da deine Existenz in denen ihre Hände setzen, dass die für dich kämpfen, dass du überlebst. Und dann hast du sowas wie, ich meine, man kann es mal ganz kurz schon vertiefen, diese Schmetterling, ich muss mal gerade mal gucken, wie sie hieß, auf jeden Fall, die rausgeflogen ist, die Ladyboy, ja, die dann über den Rand rausfliegt und dann sagt der Gott der Zerstörung, du hast doch Flügel, und die sagt, ups, hab ich vergessen, weißt du? Er muss überlegen, also wenn du so Leute im Team hast, dass deine Existenz davon abhängt, dann würde ich auch ein bisschen ausrasten. Das war alles schon gut. Oh, hoppala, das war viel zu viel für mich. Ja, was hast du erwartet auf einem Turnier? Mann! Ja, das war auf jeden Fall schon ziemlich geil. Also, ja, da würde ich als Gott der Zerstörung auch echt die Krise kriegen. Ich meine, da können wir gleich den perfekten Switch zu Bill machen. Also, wenn ich Bill wäre, ich hätte ein dickes Alkoholproblem. Also, ich wäre fertig, ich wär nur besoffen auf der Rasatzbank, weil du hast einen Plan gemacht. Der Plan, das wird mehrfach thematisiert in der Folge, der Plan, ja, und der Plan ist einfach erklärt, es stehen alle Rücken an Rücken, man kämpft immer mindestens zu zweit und keiner geht vom anderen weg. Und Gohan sagt es den Leuten ganz euphorisch, ich bin der Captain hier, ne, und hier, das ist der Plan. Ja, einmal zwinkern, dann waren es alle weg. War der Plan im Arsch. Tja, das habe ich mir auch echt gedacht, dass es passiert. Das war so gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn wir die Themen einzeln reingehen würden, dann fangen wir am besten noch mal am Anfang der Folge an, wäre so meine Meinung, das chronologisch zu gehen. Ja, also das Turnier beginnt ja, wird ja im Battle Royale gespielt, was wir alle wissen, mit 80 Kriegern. Letzte Folge waren wir uns ja nicht ganz sicher. Und was ich auch noch mal ganz gut, also interessant fand, war, dass das Turnier 100 Tacks lang ist, also umgerechnet 48 Erdenminuten. Was nicht gerade lang ist, wenn man es mal ganz kurz zusammenfasst, von 48 Minuten ist echt nicht die Welle, obwohl da nochmal, würde ich gerne später nochmal ganz zum Schluss zukommen, zu dem Thema mit der Länge, aber auf jeden Fall, bis jetzt klingt das nicht lange. Was ich ganz cool fand, dass die Kämpfer selber an diesem, ich sag jetzt mal, ich meine, die Arena sieht aus wie so ein Kinderkreisel mit so einem Stab in der Mitte. Wenn der Stab dem Boden, also komplett im Boden versunken ist, ist ja der Kampf vorbei, dass so im Prinzip die Kämpfer selber sehen können, okay, die haben nicht mehr lang oder die Hälfte der Zeit ist rum, wie ein bisschen einzuschätzen, ob sie ein bisschen abgehen müssen oder ob sie ihre Reserven mal rausholen können. Oder was meinst du mit dem Zeitlimit? Wie findest du das, dass das Ganze auf eine beschränkte Zeit besitzt? Naja, 48 Minuten ist bei 80 Leuten nicht viel, können aber verdammt lange sein. Ich spreche aus Erfahrung, wenn du selber mal in einem Ring gestanden hast und gekämpft hast, das sind 3 Minuten schon die Welt. Also ja, und gut, dann nächstes Mal auf 48 Minuten, ich meine Krillin, oh mein Gott, ist es wenig. Und Piccolo hat dann nur so geguckt und so Motto, als ob. Ja, gut, wenn man da sagen muss, ich komme am besten direkt dazu, weil sonst hat man den Content später nicht mehr, wie die Folge zu Ende war und man den kompletten, die Fight mit Son Goku und den ganzen Kram heißt einfach noch 47 Minuten, wo ich mir echt denke, Alter, die Folge ging ja schon fast 15 Minuten und es war einfach nur eine Minute. Also ich bin mir nicht sicher, ob man die Zeitrechnung wirklich so richtig realistisch nehmen sollte, weil meiner Meinung nach waren die Szenen, die da passieren, mehr als eine Minute. So legst du das mal, 47 Minuten, 20 Minuten, das heißt, es werden 47 Folgen noch, die auf uns zukommen mit dem Turnier, wenn nicht einfach eine Minute passiert. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, aber es wäre cool. Ja, ich weiß nicht, 47 Folgen, nur allein das Turnier, da müsste schon viel passieren. Da müsste das Verrat und Ding noch mit drin passieren. Ja, wird einiges, denke ich mal, schon noch passieren. Um wieder Richtung Anfang zu kommen, was ich persönlich auch ganz cool fand, ich denke mal, Stalker, du auch, war einfach so Son Gohans Ansprache vor es zum Turnier der Kraft ging. Und einfach so diese wissen zusammenkämpfen, Leute, der Plan, das Team und einmal so Vegeta, C18, C17, Freezer einfach so weggedreht nach dem Motto so, ach, pff, mach ich schon, weißt du, so, ist einfach geil. Das bist du viel zu freundlich. Goku war der Erste, zack, ja, Vater, bleib stehen. So, dann ist Vegeta, das heißt, wie er das sagt, wenn Goku macht, mach ich auch weg. Dann ist C18 los, weil sie irgendeine gefunden hat und das beste Mal Freezer, wie einfach los. Also Leute, ich bin dann mal weg, ne? Das war die geilste Szene, wie er ganz cool da los schwebelt. Ich bin dann mal weg. Ciao, bis bald. Ja. Es war so gut. Also auf jeden Fall, das stimmt. Was ich auch ein bisschen überraschend fand, war Kale oder Kali, wie man sie immer dann ausspricht, dass sie vor dem Turnier also extrem Angst hatte. Ich meine, Kaulifla hat sie zwar versucht zu motivieren, hey, du musst einfach nur im Prinzip schreien und
abgehen nach dem Motto, deinen Prodi-Modus aktivieren. Ich weiß nicht, ich fand irgendwie, sie muss ja wissen, was in ihr steckt. Sie hat es ja mitbekommen. Ja, dass irgendwas so scheint da passiert zu sein. Also die Vergangenheit von der würde mich interessieren, weil dieser Modus, der kommt ja nicht von ungefähr. Allein schon die Willen Sidechain-Legende, das haben wir letztes Mal schon ausklappbuchstabt, kann man Wikipedia-Eintrag einlesen, was da genau ist. Also normalerweise, so wie die sich verhält, muss irgendwas passiert sein. Entweder hat sie diesen Modus mal das Kind aktiviert, ihren Vater umgebracht oder was weiß ich, dass sie einfach Angst davor hat, ihre Kraft zu entfalten. Das könnte sein. Da würde ich mir echt wünschen, dass es aber, das nochmal ganz kurz, eher eine Theoriefolge, dass nach dem Turnier vielleicht so ein kleiner Arc kommt, wo man vielleicht in Universum 6 den Planeten der Saiyajins so ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt. Würde ich mir wünschen. Noch? Ja, den gibt es bei Universum 6 ist er noch da. Ja, da hieß aber auch, der heißt nicht Vegeta, der hieß auch ganz speziell, wo Vegeta sogar wusste, was es bedeutet, gell? Ja, so hieß Planet Vegeta vorher. Ah, okay, das Sufuruchin-Planet ist es dann noch. Genau. Ah, okay. Warum weiß ich sowas? Ja. Trip, ja. Dann die nächste coole Szene war einfach vor dem Turnier der Blick von Son Goku zu Toppo, einfach so mit dem Motto, hey, dich kriege ich, mit so einem leichten Grinsen. War cool, aber einfach typisch Son Goku. Das hätte ich mir nichts anderes erwartet, aber auch andererseits. Ja, ich meine, er hat ihn auch direkt gesucht. Ja, auf jeden Fall. Da hast du diese paar Gegner gesehen mit Freezer, mit seinen leuchtenden roten Augen, um mal, glaube ich, klein ein bisschen darzustellen, hey, er ist doch böse und nicht gut. Ja. Und natürlich dann Muten Roshi, der unbedingt gegen die Frauen kämpfen will. Ja, ich meine, erst vom Frauenlüsterer zum Frauenschläger, okay. Muten Roshi macht eine Wandlung. Japaner? Jesus. Japaner? Wer muss ich dazu nicht sagen? Ja, Muten Roshi ist schon hier, der ist schon eine Hausnummer für sich selbst. Ja, vor allem, der hat es immer noch drauf, obwohl er so alt ist. Ja, auf jeden Fall. Jo, dann kommen wir zu dem ganz, ich meine, das könnte ein Augenblick sein, wo wir in Monaten sagen, Leute, wisst ihr noch damals die Stelle in Super, wo Bills sein Team am Anfang noch motivieren will, bevor alles losgeht und Universum 4 ist, glaube ich, diese Katze oder 7, nee, 4, 4 ist es ja, glaube ich zumindest, diese Ratte, ja. Die Anspielung macht, Bills hat es ja nicht so mit dem Teamplay, da ist so ein bisschen, also ich finde, das war eine kleine Anspielung auf vielleicht Bills Vergangenheit, vielleicht wie er zum Gott der Zerstörung geworden ist mit Champa, weil das sind ja beides Brüder. Vielleicht ist da irgendwas gewesen, so ein klein bisschen Verrat nach dem Motto, das wird man bestimmt aber auch noch irgendwann mal mitkriegen, Bills Vergangenheit, gehe ich auch mal von aus. Ich hoffe es. Wenn dann hoffe ich mal entweder als Serie oder halt als Film, dann so ein Special-Film. Würde mich auch interessieren, wie er dazu wurde. Genau. Bills Aufstieg zum Gott der Zerstörung. Jo, dann sind wir mittlerweile ja schon in dem Turnier angekommen, hat ja schon Storky gesagt, dass das Universum 7 einfach mal so dumm rumgestanden hat am Anfang und leicht verblüfft war. Das hat mich ein bisschen überrascht. Was heißt überrascht? Sie denken halt immer, sie sind die Stärksten und die Tollsten, haben sie mal was anderes gesehen. Ja gut, das stimmt. Wo ich sage, Goku hat sich wahrscheinlich drauf gefreut, wie immer. Da hat sich quasi so ein kleines Kind auf dem Festival. Ha, geil, wow, überall, nur für mich kommt her. Ja, dann sieht man die Stelle, Son Goku sieht Toppo und rast direkt auf ihn zu und wird vom kleinen grünen Kobold hier geblockt oder aufgehalten. Fand ich auch mal ganz cool, weil das wäre zu früh gewesen, der Kampf Son Goku und Toppo direkt am Anfang, hätte ich mir nicht so ganz, also es wäre zu früh gewesen, meiner Meinung. Ja, es wäre eskaliert gleich, es wäre ja, dürfen sie noch nicht. Ja. Zumal der Kampf war auch nicht ganz schlecht. Das stimmt, der hat auch mal gut draufgehauen. Nebenbei hast du noch so ein bisschen gesehen, wie C18 und C17 gegen ein paar hier Troopers gekämpft haben. Vegeta auch noch ein bisschen am Fighten war, als nur radadadada ging die ganze Zeit hier rum. Also war ein cooler Augenblick auf jeden Fall, in der Stelle auf jeden Fall, der Folge. Muss man sagen. Ja, dann hatten wir Mr. Beyblade, der gemeint hat, er muss wie ein Brummkreisel auf dem Brummkreisel, ja, hier rumeiern. Und muss ein bisschen aufräumen, der natürlich dann glanzvoll von Hit und von Basil gestoppt worden ist. Mit Champas Spruch, Hit, ein guter Hit. Nicht schlecht auf jeden Fall, also war eine richtig coole Szene. Sehr stark umgesetzt. Hat auch mal ein bisschen gezeigt, wie Hit dasteht von der Kraft. Ich fand halt nur, ehrlich gesagt, dass Basil komischerweise, also der rote Wolf, extrem viel Screentime in der Folge hatte. Ich meine, er hat einen guten Kampfstil. Mir aufgefallen, da hat er zwei rausgekippt, also fast rausgekickt. Ja, und weil da war viel da. Ja. Echt. Den zweiten hat er nicht rausgekriegt, dieses Schwein, das hat ja vorher noch geblockt, ja. Aber die Fee hat er, also
hier diese, wo habe ich es jetzt aufgeschrieben, gab da Lily Boy, hat er ja auf jeden Fall glanzvoll rausgekriegt. Aber ich finde auch, der Angriff ist ziemlich geil, der sich so ein bisschen stacken kann. Auch gegen das Schwein da mit drei, vier Kugeln, die aufeinander drücken, das sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und die rote Aura hat er auch. Also fand ich cool. Sagen, da ist man schon auch beim Essen Kräfte messen, hat er mir sehr gefallen, weil ich finde Ja. es auch so Beintechniker finde ich immer klasse, gefällt mir, ist noch schön Ja. animiert. Ja, dann kommen wir nochmal zu Was? dem Rauskick von Lily Boy. Da war, was viele gehofft haben, aber man es noch nicht ganz fest sagen konnte, wenn jemand aus der Arena rausfliegt, verschwindet er nicht im Nichts, sondern er landet oben bei seinem Gott der Zerstörung, kann wahrscheinlich von dem mal kurz eine Schelle kassieren, dass er Scheiße gebaut hat, aber auf jeden Fall bleibt er oben auf der Tribüne sitzen und kann sein Team weiter mit anfeuern. Jo, was hatten wir? Ah, Freezer. Sehr überraschend, ist doch so keine Belastung für sein Team, mit am Anfang auf jeden Fall eine sehr starke Unterstützung. Also ich meine, er haut gut raus und ja, ich finde also für Universum 7 doch vielleicht ein sehr guter Kämpfer, dass er teilgenommen hat. Ja, das wird sich noch zeigen. Ich meine, er hat schon drauf gebotzt, das kann er halt. Dafür ist er ja weltbekannt. Wie er sich noch in der Gruppe entwickelt, das zeigt sich noch. Noch kämpft er für Universum 7, sagen wir mal. Genau. Dann, was ich geil fand, wie alle hier abgehauen sind von Universum 7, außer halt unsere Standardkämpfer mit Son Gohan und hier den kleinen Anhang und sie den Rücken-an-Rücken-Angriff, diese Rücken-an-Rücken-Taktik angewendet haben und wurden umzingelt, fand ich einfach geil, wie sie hochspringen und alle ihre Supers raushauen, weißt du, Höllenspirale, Energiediskus und was macht Son Gohan? Einfach nur seine Energiekugel, weißt du, einfach nur Ja, so. das habe ich auch nicht so ganz kapiert, gell? Alle rotzen sie raus, was sie haben, und der ta ta ta. Ich dachte, sie kommt jetzt mal Senkpo oder irgendwas. Nö. Ich habe irgendwie ge das Gefühl gehabt, dass das noch ein bisschen darstellen soll, dass Muten Roshis Kamehameha und die Höllenspirale von Piccolo ungefähr wie Ki-Kugeln von Son Gohan sind. Dass da so ein bisschen vielleicht einfach der Machtunterschied, den Son Gohan mittlerweile hat, vielleicht demonstriert werden sollte, wäre so meine Theorie. Ja, könnte es sein. Ja, könnte man so sagen, aber da ist das Ding ja auch besser. Wie heißt das? Die Ki-Kanone im Gegensatz zur Sonnenblende. Ja gut, aber es war die Taktik, die zu blenden, dann rauszuhauen und dann ist nichts passiert. Sind ja alle immer noch da gewesen. Oh, so ein anderes KI-Level, meine Freunde. Gut, willkommen in der Ja. Realität. Jo, dann hatten wir nebenbei noch so ein bisschen, dass Zeno auf seinen Gottpad rumspielen konnte und konnte anklicken, wer rausgeflogen ist. Ja, dieser Modernismus hier in Super hält weiterhin an mit Gottube, Gottpads und so. Ich Ja. brech ab, ey. Ich hab meine, ich, ne, ich pack's nimmer. Ich hätte auch gerne ein Godpad. Ja, definitiv. Mag ich nicht. Eine Mail auf mein Konto, mag ich nicht. Ja, doch. Ja. Das ist mein Ding. Jo, dann war es eine Szene, die auch sehr, sehr stark war und ich glaube, die einfach nur zum Demonstrieren da war, um zu zeigen, wie stark Jiren ist. Einfach der kleine rote Kobold da läuft auf Jiren zu, Jirens Auge blinkt nur so ein klein bisschen auf und er rennt vor Angst weg. Es war sehr cool dargestellt. Ja, wo ich jetzt einhaken muss, und zwar hieß es ja dann, warum rennt er weg? Ja, das ist seine Taktik. Also das heißt seine Technik. Wo ich mich jetzt frage, was ist daran eine Technik? Also hat er jetzt irgendeine Psy-Kraft noch mit seinen Augen, weil er so Glubschaugen halt hat, weißt du? Ob der jetzt noch so ein Psy-Fuzzi ist, der Leute beeinflussen kann, oder ob das einfach nur seine Ausstrahlung ist. Also ich hätte mir jetzt ganz, also meine Vermutung wäre vielleicht gewesen, weil es hieß ja, wenn man seine Ki komplett kontrolliert, strömt sie ja nicht raus, also man sieht sie ja nicht. Und dass er vielleicht ganz kurz so seine Ki angehoben hat und dieses Aufblinken war halt einfach so also als Zeichen, dass er die Ki nutzt, weißt du, und seine Kobold hat ganz kurz gespürt, so, puff, weißt du, so die Macht, die er doch hat und haut lieber ab. Wäre jetzt Das könnte so auch sein. meine Idee gewesen dazu. Das könnte auch sein. Jo, Vielleicht dann hat er hat einfach man. zu viel. Vielleicht hat er einfach zu viel. Deswegen hat er so lange meditiert, weißt du? Weil er es einfach nicht kontrollieren konnte. Jetzt ist er so weit, dass er es kompensieren kann. Genau. Bei Son Goku ist dann zum Beispiel, der hat es ja auch gesehen, dieses Blinken im Auge, und du siehst, er bleibt stehen und macht einen Schritt nach vorne auf ihn zu. Also gehe ich schon aus, dass es bei Son Goku nicht gewirkt hat. Vielleicht eher sogar so eine andere Reiz war. So, oh mein Gott, der hat eine Kraft, die muss ich testen. Ja, genau. Der Vollidiot. Und dann, was sieht man? Natürlich, Goku-Situation wird von hinten geschnappt, obwohl er ja, wieder mal nicht aufpasst, seine Deckung vernachlässigt. Typisch Son Gohan, Son Goku hier. Macht er immer. Ich glaube, so stirbt er auch irgendwann mal nochmal. Stimmt. Er muss ein paar Mal sterben. Er hat es noch nicht immer noch nicht gelernt.
Genau, und dann wird er ja so ganz, ganz, da war ich echt überrascht, dass er wirklich sich bis zum Ring tragen lässt, wo man echt denke, so Alter, wenn du jetzt rausfliegst, mach ich aus. Und wie er auf der Kante zum Ring steht, einfach seinen Blue aktiviert und noch gerade so sich retten konnte. Ich war so, oh mein Gott, das fängt ja schon richtig gut mit Son Goku an. Ja, ich Von so muss einem. sagen, ich bin mit Bill gleichzeitig aufgestanden, ne? Und hab gebrüllt. Wirklich zeitgleich. Ich habe so den Zorn geschoben, so wie dumm der eigentlich ist. Steh auf, nimm jetzt zum Bill switchen. Benutze deine volle Kraft, du Idiot! Und dann ist so, ah, cool, ich stehe auch schon da. Cool, nice. Ja, das halt auch geil. Aber das war so typisch Son Goku, einfach so ein klein bisschen der Blödi, der halt meint, er muss bis zur letzten Sekunde seine Macht sparen. Er hätte es auch direkt raushauen können. Ja, und dann wurde er direkt umzingelt, gell, an der Ecke. Genau, und dann war die Folge ja eigentlich zu Ende, wo ich der Meinung bin, in der nächsten Folge werden dadurch ein paar rausfliegen, weil ich gehe. Also ich sag mal, er aktiviert nächste Folge auf jeden Fall den Super Saiyajin. Und fängt damit an. Man hat ja auch schon ein bisschen gesehen bei Vegeta in diesen damaligen Reviews, dass er auch erst im Super Saiyajin kämpft. Deswegen gehe ich aus, dass Son Goku auch im Super Saiyajin da mal ein paar raushauen wird. Und ein klein bisschen, ja, auf die Tube drückt. Ich meine, wir haben jetzt in einer Folge hatten wir einen Kämpfer weniger. Das Schwein hat ja überlebt. Ne, zwei Kämpfer weniger. Der Grüne ist auch raus. Genau, ich denke mal, in der nächsten Folge werden das schon so fünf, sechs werden da, denke ich mal, folgen. Und rausfliegen, dass ein paar mehr dazukommen. Ich könnte mir sogar vielleicht vorstellen, dass er erst aus Universum 7 vielleicht fliegt, wäre so meine Vermutung auf Tenshin Han. Dass das Nummer 1 ist, der rausfliegt. Aber, also ich gehe von aus, nächste Folge fliegen ein paar auf jeden Fall. Muss ja, sonst wird es ja nicht weniger. Immer nur Ja, mehr. klar. Klar, da müssen einige raus, also 80 Stück. Zumal Tja. wenn du so in dem Tempo weitermachst, 74 Ja. Minuten. Also nee, was ist das? 47 Minuten, machst 47 Folgen, nimmst die 80 geteilt durch 2, das wird sogar passen. Jede Folge Ja, 2 Stück. obwohl du es so drehen musst, die Folge hat nur halb das Turnier der Kraft gehabt, also würden theoretisch pro Folge 2 Minuten ablaufen. Aber ja, na, ich glaube nicht. Ich denke mal, das wird das ganze Spektrum, das Ganze wird. Ich denke mal, wenn das Turnier komplett zu Ende läuft und es gibt keine Konsequenzen mittendrin durch irgendetwas, geht ungefähr 10 Folgen. Wäre jetzt so meine Schätzung. Also, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das sind mehr. Wenn ich an den Black Arc denke, gehen es auch ewig. Ich sag dir, machen wir 20 bis 25 für dieses Turnier gehen. Bis der Endkampf zu Ende geht. Und dann der Plot-Twist kommt. So 20, Das 25. könnte natürlich auch sein. Das würde ich mir eher vorstellen, dass es so lange ausreizen, wie es geht. Und dann kommt der Plot-Twist, wo dann wieder, what? Und dann geht es nochmal 20 Folgen. Tja, das wäre gar nicht so verkehrt, die Idee, aber lassen wir uns mal überraschen, was Toriyama da plant, was sie vorhaben, wie es weitergeht. Ich bin Das hat ja, echt gespannt. wenn ich da wirklich mit dem Black Arc jetzt überlege, ne, das hat schon Kojima-Aspekte, so à la Metal Gear, wo es sich dreht, 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 und du am Ende schon gar nicht mehr weißt, worum es ging. Ja. Deswegen, ich glaube, die zwei haben eine Schulung besucht oder so. Das wäre echt eine Option. Hideo Toriyama Ja. hat Videospiele, ja, das wär's. Ja, das hätte was auf jeden Fall. Jo, ich würde sagen, zu Folge 97, hast du noch irgendwas, was wir zur Folge sagen wollen, bevor wir das Video beenden? Zur Folge 97. Hype, 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 Hype. Geil. Ja. Das wird passen. Vielleicht sollten wir Scooter einblenden mit Hyper, Hyper, aber. Hyper, Hyper. Wird sogar passen. Ja, hätte echt gut gepasst. Dann kriegen wir wieder Ding ein Ding hier. Ja. Jemand. Nein, nein, nein. Lass mal. Ja, das stimmt schon, das lassen wir lieber mal sein. Jo, dann würde ich sagen, wenn wir weiter nichts haben, verabschieden wir uns hier. Ich bedanke mich für alle Leute, die uns ausgehalten haben, mit uns bis hierhin zu schauen. Auf jeden Fall. Wir würden uns wie immer über einen Kommentar zur Folge freuen. Also wir würden sogar euch bitten, eure Meinung in die Kommentare zu schreiben, dass wir mal wissen, wie seht ihr die Folge, wie seht ihr die Ereignisse, was denkt ihr, was noch kommen wird? Und ja, wir sind mal gespannt, was für Kommentare kommen werden. Ja. Und dann würde Wenn ich, ja. Kommentare kommen, je mehr, desto besser, desto mehr können wir diskutieren, Leute. Das stimmt. Auf jeden Fall. Jo, dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns hier an der Stelle und wir sehen uns im anderen Video wieder. Bis denn. Tschö.
Sayonara, bis bald.